il personal trainer in Berlino, un toy special via UVA, Eccentrici Craft. Di Eccentrici Craft è stato di servizio per uno snello off and this, Eccentrici Craft è in Craftron, trainier, mitgevist, è scritto file fortale, per uno snello off and this, di Eccentrici Craft è stato di servizio, mit solche Übungen, ein Vorteil ist, dass du mit mehr Gewicht arbeiten kannst, als was du eigentlich hochziehen kannst. Und heute zeige ich dir zwei verschiedene Übungen. Eine Übung von deinen Oberschenkeln und eine Übung, da machen wir mit unserer Leg Machine, ja, für unsere Biceps Femoris. Das ist natürlich immer wichtig, ja, wenn du, weil wenn du schnell laufen willst und wenn du gesund bleiben willst, natürlich deinen hinteren Bereich, kann man sagen, Bizeps, Waden, Gluteus und Rücken, die müssen noch stärker als deine Oberschenkel und dein Oberkörper. Ja, okay, jetzt sage ich dir Übung Nummer 1. Ja, ist ziemlich einfach. Wir nehmen unsere Stange. Heute habe ich einfach so 60 Kilo genommen und dann zeige ich dir genauso, wie du diese Übung machen kannst. Ja, wir kommen hierher. Ja, und wichtig ist, dass du dein Rücken muss gerade sein, du musst da oben gucken. Ja, und das Wichtige ist, dass diese Übung muss um die 8 bis 10 Sekunden dauern. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. So, und fangen wir an. So, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja? Das heißt, du gehst langsam runter. Ja? Wichtig ist, dass du gehst runter, bis du hier, kann man sagen, eine 90 Grad Ecke so bauen kannst. Ja? Also mehr würde ich auch nicht so empfehlen. Also wenn du ein Sprinter bist oder wenn du ein Fußballer und schnell laufen willst, es ist eigentlich perfekt. Ja? Perfekt! Übung Nummer 2! Perfekt, wir machen Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 ist für unsere Bizeps. Ja? Und wir brauchen unsere sogenannte Leg Machine und wir machen diese Übung. Ja? So was. So, und 1, 2 und hier ist die Startposition und dann gehst du runter und zählst du bis 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay? Meine Empfehlung, du solltest mit deinem Gewicht der über dein 100%, das heißt 110, 120 oder 130%. Das heißt, wenn du Hilfe hast, ein oder zwei Leute, die dir helfen können, um das Gewicht hochzumachen, natürlich ist es natürlich noch besser. Ja? Perfekt. Und ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!